Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heikes Stadtgeflüster. Hallo ihr Lieben, in meiner Arbeit im Social Media Bereich tauchte immer wieder der Begriff des News Games auf. Ein Begriff, der mich nicht mehr losgelassen hat. Ich wollte mehr darüber erfahren, habe ein bisschen recherchiert im Internet. Es gibt da nur sehr wenig darüber. Ich dachte, es sei schon mehr verbreitet. Aber nun habe ich jemanden kennengelernt. Das heißt, ich kenne ihn eigentlich schon länger, aber wir sind jetzt erst ins Gespräch gekommen und es stellt sich raus, dass er eigentlich so der Spezialist für News Games ist. Hallo Henry. Hallo Heike. Henry, du bist Spezialist in Sachen Computer, aber auf ganz speziellem Gebiet. Erzähl mal, was ist das? Wie kam es dazu? Also das Gebiet, das du meinst, das nennt sich News Games. Und wie ich dazu gekommen ist eigentlich ganz banal, weil ich habe 2013 ein Thema für meine Bachelorarbeit gesucht. Und weil ich eine Bachelorarbeit darüber schreiben wollte, was mich persönlich interessiert, dachte ich mir, ich interessiere mich für Computerspiele, habe schon immer viele Computerspiele gespielt. Und ich interessiere mich für Journalismus. Und dann habe ich mich gefragt, wurde das schon mal verbunden? Irgendwie kann man das verbinden? Und habe ich geguckt und ja, es kann man verbinden. Und zwar in diesem Genre namens News Games. Und bei der Frage halt, was sind eigentlich News Games? Da zucken viele Deutsche vor allem zusammen, weil, oder zucken nicht, sie haben halt Fragezeichen über den Köpfen, weil News Games sind in unseren Gefilden einfach nicht bekannt. Ganz kurz, News Games sind grob gesagt kleine, kurze Computerspiele, mit denen man journalistischen Inhalt übertragen kann. Und zwar nicht so, dass man irgendwelche Texttafeln beim Spielen lesen muss, die einem die Geschichte von irgendwelchen Fußballleuten erzählt, sondern man spielt quasi ein System nach. Also als Beispiel gebe ich da gerne die Börse an. Wir wissen ungefähr, wie Börse funktioniert, Angebot und Nachfrage, und gleichzeitig sind sie davon abhängig, was in der Welt so alles passiert. Und wenn man sich jetzt ein Spiel vorstellt, in dem man diesen Börsengrafen sieht und man hat die Kontrolle über Naturgewalten und kann Naturgewalten auf Knopfdruck, sag ich mal, abschießen, dann kann man sehen, was das für einen Einfluss hat auf die Börse. Und das kann man jetzt natürlich erzählen in einem Artikel oder in einem Radiobeitrag oder in einem Fernsehbeitrag, aber irgendwo ist es doch ein sehr trockenes Thema. Und man muss, wenn man journalistisch korrekt arbeiten möchte, ja alle möglichen Seiten beleuchten. Und das artet aus und das ist dann ein Moloch von Text, den im Endeffekt wahrscheinlich eh keiner liest. Das heißt, News Game ist so ein bisschen Handwerkszeug, um das tägliche Leben und alles, was um uns rum passiert, zu verstehen und zu lernen, aber auf spielerische Art und Weise. Ja, ich würde sagen, das kann man so sagen. Im Grunde ist es eine Art Erklärstück. Man kann es als Erklärstück verstehen. Der Spieler eignet sich die Regeln eines Spiels an und lernt sie und weiß sie einzusetzen. Und wenn das Spiel darum geht, dass er irgendwas gewinnt, indem er die Regeln in den Spielregeln so umsetzt, dass es für ihn positiv ist, dann wird er sie weiter so positiv einsetzen. Und wenn diese Regeln, diese Spielregeln, in denen es in diesem News Game dann geht, quasi Abbilder sind von Regeln, die in der realen Welt vorherrschen, das ist doch die Frage, was lernt er daraus? Er lernt dann quasi daraus, wie er in der realen Welt besser zurechtkommt, sage ich jetzt mal. Heißt es, ich kann auch quasi das Unterbewusstsein steuern bei Menschen mit solchen Spielen? Weil es hängt ja wohl doch ein bisschen davon ab, wie wird's programmiert, wie ist die Geschichte dahinter und wer setzt die Regeln fest? Also man kann es so formulieren, dass man damit tatsächlich Menschen manipulieren kann. Aber bis es dazu kommt, dass man wirklich jemanden gegen seinen Willen so manipulieren kann, dass er jetzt, sagen wir mal, an einem Fastfood-Restaurant vorbeifährt, weil er ein Spiel gespielt hat, in dem Fastfood-Restaurant als böse dargestellt werden, ist ein weiter Weg. Da gibt's zum Beispiel die Glaubwürdigkeit. Der Spieler muss dem Spiel erstmal glauben, dass das die Regeln, die hinter dem Spiel stehen, dass die wahr sind. Und das ist schon mal ein weiter Weg. Und wenn es zum Beispiel zu überzeichnet ist oder wenn der Nutzer irgendwie skeptisch wird, dann ist dieser Manipulationsversuch ja schon gescheitert. Und gleichzeitig, selbst wenn die Message glaubwürdig scheint, heißt es noch nicht, dass die Message auch rüberkommt. Also es ist auch eine Frage davon, wie ist das Spiel gemacht? Ist das Spiel gut gemacht? Ist es immersiv? Also tauche ich ein in diese Welt oder nicht? Und es dauert noch ein bisschen, aber theoretisch, ja, kann auch manipulativ sein. Allerdings hast du ja auch gesagt, News Game ist eine Verbindung aus Spielen, erlebbar machen und Journalismus. Unter Journalismus, unter seriösem Journalismus, wie ich es eigentlich
kenne und mir vorstelle, gehe ich ja davon aus, dass das gut recherchiert ist, dass das wirklich nur auf nachprüfbaren, echten Fakten basiert alles. Also insofern sollte das ja da wieder ein bisschen eingedämmt sein. Das ist dann tatsächlich die Vertrauensfrage, die auch, die nicht nur bei Newsgames, sondern auch bei ganz stinknormalen Artikeln und Fernsehbeitragen einfach greift. Vertraue ich dem Medium, dessen Geschichte, dessen Produkt ich mir gerade anschaue oder nicht? Und da kommt es tatsächlich aufs Medium an. Also man kann seine Glaubwürdigkeit auch ganz leicht verspielen und dann ist es auch aus. Also es ist, wenn es nach journalistischen Kriterien produziert wird, dann sehe ich da eigentlich kein Problem darin. Nur hast du deine Arbeit ja erst im vergangenen Jahr abgeschlossen. Das heißt, du bist da ganz frisch in dem Thema drin. Wie verbreitet sind denn Newsgames schon, gerade mal in Deutschland? In Deutschland gibt's kaum Leute, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ich bemerke, dass es, ich sage mal, trendy wird. Aber richtige Experten, die jetzt auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen können, da gibt's nur einen, der heißt Markus Bösch. Der sitzt in Köln und er hat ein eigenes Spieleentwicklungsstudio, das heißt The Good Evil. Aber auch die sind mehr so in der Experimentierphase. Also sie sind weiter als ich, aber sie experimentieren auch viel rum. Es ist ein neues Genre für uns. Das möchte ich mal betonen, für Deutschland ist es ein neues Genre. In Amerika gibt es schon seit 10 Jahren, aber auch da ist es nicht sonderlich verbreitet. Genau, verbreitet ist es nicht sonderlich, wäre jetzt eine der Fragen gewesen. Und es ist zwar nicht verbreitet, heißt aber nicht, dass es nicht beliebt ist. Weißt du da was, wie es angenommen wird? Da weiß ich leider nicht so viel darüber. Also die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die finden es alle ganz toll. Vor allem, weil es innovativ ist und weil es vor allem dem Zeitgeist entspricht, wir leben ja in einer Zeit, in der ganz viele Leute spielen. Ja, so jeder zweite Deutsche spielt auf dem Handy oder auf dem Computer irgendwas, sei es nur ein kleines Spiel. Aber richtig empirische Untersuchungen darüber, wie Newsgames und vor allem wie die Message von Newsgames rüberkommt, das gibt's noch nicht. Weißt du was, ob Newsgames im Moment in Entwicklung sind und in Planung oder ob vielleicht sogar schon welche existieren? Es existieren ein paar kleinere, das sind wie gesagt auch Experimente. Man kann sie aber schon spielen, zum Beispiel dieser Markus Bösch hat mit seiner Firma mal letztes Jahr zum NSA-Skandal ein Spiel gemacht, das heißt Prism. Da spielt man so eine kleine Raumfigur und muss versuchen, mit dem Laser, den man hat, so Fotos abzuschießen. Und diese Fotos stammen aus Instagram und Flickr und so weiter, also aus privaten Netzwerken eigentlich und sollen so ein bisschen zeigen, wie es sich für einen NSA-Mitarbeiter anfühlt, sich durch diese ganzen Daten zu wühlen. Und ansonsten habe ich mal mit ein paar Kollegen so ein Spiel gemacht, das heißt iPad, da hat man so ein Produkt vor sich und muss versuchen, den Kaufpreis des Produkts in einzelne Kategorien zu unterteilen, also wie viel wurde jetzt in Löhne ausgegeben, wie viel in Material. Aber wie gesagt, das sind alles Experimente, so richtig Newsgames, die offiziell gelauncht sind, geht's noch nicht in Arbeit, sind schon einige, das weiß ich. Also das heißt, wir können heuer noch hoffen, dass wir da was sehen können? Ja, davon würde ich mal ausgehen, dass es dass ein oder zwei große Medienhäuser noch in diesem Jahr mit Newsgames auftauchen werden auf der Bildfläche. Um so ein Newsgame zu entwickeln, okay, News ist eigentlich für mich was Schnelles. Geht es im Vergleich zu anderen Spielen dann auch schneller, so ein Newsgame zu entwickeln? Und was braucht's da so an Berufsgruppen, die da mitarbeiten müssen? Das kommt so ein bisschen auf den Anspruch an, den man hat. Also so Blockbuster, Videospiele, da braucht man Jahre und ein Millionenbudget, um es überhaupt zu entwickeln. Newsgames, zumindest die typischen Newsgames, haben nicht diesen Anspruch, vor allem was das Visuelle angeht, sondern die haben es lieber so auf einer niedrigeren Latte und können deswegen auch schneller und billiger entwickelt werden. Ich würde mal schätzen, aber das ist jetzt auch Spekulation, dass es so zwischen 2-3 Monate dauert, je nachdem, wie man halt hinkommt und schon im fünfstelligen Bereich kostet, weil, jetzt kommt nämlich die Frage, wie setzt man das um? Man braucht mindestens einen Programmierer, einen Designer, also quasi der die Grafik macht, und einen Journalisten. Und der Journalist ist normalerweise bei einer traditionellen Spielentwicklung nicht dabei, aber in diesem Fall muss er ja dafür sorgen, dass die Regeln, nach denen das Spiel funktioniert, journalistisch korrekt sind, also korrekt recherchiert sind. Und gleichzeitig ist er auch fürs Spiel an sich verantwortlich, also wie spielt sich das Spiel, was spiele ich da überhaupt? Und das ist schon was viele Medienhäuser auch gar nicht bringen können, weil es gibt kaum Journalisten, die Game Design Erfahrung haben, woher auch? Es war ja bisher nie nötig, sowas zu haben und das muss ich alles erst aufbauen. Gut, dafür arbeitet man aber im Team. Genau, dafür arbeitet man im Team. Es gibt bestimmt auch irgendwelche ganz genialen Leute, die alles auf einmal machen können,
aber die sind selten und falls das einer hören sollte, soll er sich bei mir melden. Okay, deine Mailadresse kommt mit rein. Jetzt noch eine abschließende Frage an dich. Brennt dein Herz für News Games? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, also eingangs habe ich ja gesagt, dass Journalismus und Videospiele meine Leidenschaft sind. Und das ist quasi das Kind von beiden meiner Leidenschaften. Also ich bin auf jeden Fall ein großer Vertreter davon und möchte das auch. Also ich würde mich sehr freuen, noch viel mehr News Games zu sehen und zu entwickeln und so weiter. Dann brauchst du eigentlich nur noch einen Programmierer. Und einen Designer. Okay, genau. Alles klar, Dankeschön. Danke auch.